Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und ich habe einen weiteren Teil heute vorbereitet von Modern Warfare 2 und zwar die Mission an dem Flughafen. Genau, und die werden wir jetzt mal spielen. Das ist ja eine Mission, die für viel Furore gesorgt hat, aber es ist eigentlich in jedem Call of Duty Teil so, dass es immer eine Mission gibt, die besonders hervorsticht. In Modern Warfare 2 war es die Mission zum Modern Warfare 3 war es die Mission mit dem Kind und dem Fotoapparat, wo plötzlich eine Bombe explodiert. Modern Warfare 2 halt eben diese Mission. Und damit möchte einfach Call of Duty, die Firma, ja, Aufmerksamkeit gewinnen. Und ich denke, damit haben sie auf jeden Fall Aufmerksamkeit für sich. Wie man sieht, ist das schon heftig. Ja, das sieht natürlich für den einen oder anderen schon ein bisschen verstörend aus. Überall tote Leute. Aber nun ja, so ist das. Makarov. Ho! Guckt ihn mal an! Als ob nix wär. Baller da einfach ab. Guck mal den hier. Wie er sich hier robbt. Ah, das darfst du ja. Große Hilfe. Guck mal, wie der hier verendet. Schaut euch das mal an. Mamma mia. Und das geht natürlich noch weiter. Wir müssen nämlich jetzt hier bis ans Ende. Was ist denn das? Das sind ja noch mehr. Ah! Ganz, 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 ganz böse. Die Mission, die hat mich natürlich am Anfang total geschockt. Ich war total, ja, in den Bann gezogen. Weil das einfach total realistisch auch nachgestellt ist. Überall hört man Geschreie, Leute verbluten hier mitten auf der Straße, hier ein Mann zieht einen weg. Ich schieße mal ein bisschen auf den Tabakladen hier. Das ist schon heftig hier. Hier geht's ab. Los, Makarov. Das erinnert mich an ein Musikvideo. Ja, warte. Ich hab den Jungen geliebt. Ich hab den Jungen gehasst, als er rumging im Knast. Hey, you freezy. Ich hab's aus der Siedlung geschafft. Okay, gehen wir weiter. Da vorne müsste jetzt gleich ein Bulle auftauchen, glaube ich. Ich habe das ja schon mal offline gespielt. Ah! Scheiße! Sperrfeuer! Oh, der Aufzug ist unten. So, Makarov. Ich bin aber irgendwie voll langsam hier. Gehen wir. Ja, das wird jetzt aber auch mal Zeit, dass man sich hier auch bewegen kann. Eieieiei. Das ist schon heftig. Oh, ich ist bestimmt nicht in Gang, dass ich hier keinen Passanten töte. Gut, ich könnte jetzt... Nee. Ach, das geht ja. Wenn ich jetzt auf so einen Passanten schieße, dann wird das irgendwie so... Ist das Spiel vorbei auf jeden Fall bei mir. Weil ich habe natürlich die geschnittene Version, wo ich eben keine Passanten töten kann. Und da hat die USK für mich eigentlich ein ganz, ganz starkes Zeichen dafür gesetzt, dass die einfach keine Ahnung haben von irgendetwas. Nehmen wir mal das berühmte Spiel GTA, Grand Theft Auto, GTA 4, GTA San Andreas. Dort kann man auch zum Flughafen gehen und dort kann man auch einfach unschuldige Leute töten. Dort kann man ja teilweise sogar in den Central Park laufen, in Liberty City, und Leute niedermetzeln. Und hier wird diese Mission, also es wird verboten, also es ist nicht möglich, dort Dinge irgendwie Zivilisten zu töten.
Das ist einfach ganz, ganz, ganz traurig. Die USK ist die dümmste Vereinigung in unserer Geschichte. Diese Vereinigung gehört bestraft. Nein, das ist Betrug. Wenn ich Fallout spiele, dann möchte ich, dass die Körperteile wegfliegen von den Zombies und von den Menschen. Und will nicht irgendeinen geschnittenen Scheiß haben und dafür auch noch mehr bezahlen als für die ungeschnittene Version. Das ist für mich ganz klarer Betrug. What the fuck ist denn das hier? Mit dem Triebwerk geht's auch nicht mehr gut, glaube ich. Nö, ja, gehen wir jetzt lieber nicht rein. So, jetzt haben wir die Mission gleich geschafft. Ach du Scheiße, da vorne sind ja noch mehr. Na doch nicht, doch nicht. Wird doch schwieriger, als ich dachte. Ja, hier, nee, ist klar. Sie wurden bei einem ein Triebwerk ist explodiert. Also darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. So, dann machen wir das einfach mal anders. Ach du Scheiße. Also mehr Pech geht auch nicht. Oh, schnell, Makarov. Makarov, Makarov. Makarov, komm her. Da wollen die mich alle verarschen hier. Lass mich hier durch. Oh, Scheiße. So. Na los, vorwärts, Männer. Dann warte ich mal hier, bis Makarov diese ganzen Leute da abgeknallt hat. Kann hier ein bisschen Feuerschutz geben hier. Muss ja auch mal sein. Ja, Makarov, ich kann dir jetzt nicht helfen. Ja, gehen wir. Ich würde ja gern gehen, aber es funktioniert ja nicht. Boah, wie ich diese Bullen hasse hier am Anfang. So, den ballern wir mal schnell weg. Makarov, mach mal. Ja, im Endeffekt liegt's wieder bei mir. So. Immer weiter, ist klar, aber da hinten sich verkämpfen. Da verstehe ich die Logik nicht. Das haben die natürlich diese Schildfotzen da. Die sind besonders schlimm. Ah nee, da oben haben die sich auch noch verkämmt hier. Ach Gott. Ganz schlimm. Die Mission, ihr seht schon, ist ein bisschen länger als sonst. Los, Makarov! Renn! Ja, jetzt haben wir es mal geschafft. Wie die auch mal Zeit. So. Das ist eigentlich die ganze Flughafenmiss. Makarov, willst du mich verarschen? Ja, ihr habt gerade gesehen, Makarov hat mich erschossen. Naja, warte, Makarov. Verrecke, Makarov, verrecke. Verrecke, du scheiß Mörder. Was ist das für eine Gun? Ah, stirb, stirb, stirb! Naja, Makarov kann ich zwar nicht töten, aber egal. Das war die Flughafenmission. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3.